verspreche euch, woran wir feststellen können, ob Lebensmittel noch genießbar sind oder bereits weggeworfen werden sollten. Dafür stehen uns drei Methoden zur Verfügung. Methode 1, die Sichtprüfung. Wir sehen nach, ob sich Schimmel gebildet hat und oder ob es noch gut aussieht. Methode 2, der Geruchstest. Wir riechen dran, ob es noch appetitlich oder ob es schon vergammelt riecht. Methode 3, der Geschmackstest. Den Geschmackstest wenden wir aber erst an, wenn die Lebensmethode Methode 1 und Methode 2 positiv bestanden haben, also als essbar betrachtet werden können. Sollte das der Fall sein, dann nehmen wir eine Kostprobe und schmecken es. Wenn es verschimmelt und/oder schlecht schmeckt, dann sofort ausspucken. Den Mund mit Wasser ausspülen. An die Zähne anschließend putzen. Und das Lebensmittel wegwerfen. Weg damit. Wenn es aber lecker schmeckt, dann können wir es bedenkenlos essen. Diese drei Methoden stehen jedem zur Verfügung. Das war's dann. Bis zum nächsten Mal.